Ja, hallo, Alexander Schumann hier. Heute wieder ein Vlog, eine kurze Geschichte, die, ja, ich erzähle sie euch einfach mal. Also, ich war beim Einkaufen, stelle mich an der Kasse an und ein paar Leute vor mir. Und beim Bezahlen war ein Herr und der wollte natürlich seine 5,50 € oder was mit der Karte zahlen, wie es ja üblich ist. Und man merkt schon, er hat es ein paar Mal probiert, die Karte reingesteckt, wieder rausgezogen und wow, was das für ein Klump ist und das ist eine nagelneue Karte und hat das ein paar Mal probiert. Und die Kassiererin war auch ganz ja, peinlich berührt, weil er sagt, ja, das liegt an unserem Lesegerät und der Mann, ja, so ein Scheiß und steckt es noch ein paar Mal rein und raus und auf einmal geht die Karte. Ja, dann sagt die Kassiererin zu ihm, geben Sie bitte die Geheimzahl ein. Da schaut es der Mann an und sagt, ja, die weiß ich nicht auswendig. Wie gesagt, das ist eine neue Karte. Ja, und in solchen Momenten, da denkt man sich, wie es so Leute oft schaffen, dass sie in der Früh eine Hose anziehen. Also einmal ein bisschen ein Grund, wenn ich schon mit der Karte bezahle und weiß, dass es eine neue Karte ist, dann nehme ich dann mal doch mit, zumindest die Geheimzahl mit. Ja, das war jetzt einmal eine spontane Geschichte von mir. Und wenn euch sowas gefällt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch rein. Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.